Liebe Genossinnen, ich kann ehrlich sagen, dass ich mich unglaublich auf diesen Parteitag, auf unser Klassentreffen gefreut habe. Und gerade nach dem... Ja auch, das freut mich. Und gerade nach dem wirklich fulminanten Start gestern kann ich sagen, ich bin noch begeisterter und noch optimistischer, dass wir das hier richtig gut über die Bühne bringen. Und es ist unglaublich toll, so viele neue Gesichter hier zu sehen, aber auch alte Bekannte zu treffen, zu diskutieren, zu debattieren und vor allem zu wissen, ja, das sind meine Leute. Das sind die Leute, mit denen ich für soziale Gerechtigkeit kämpfe. Das sind die Leute, die stolz sagen, ich bin Sozialistin. Und jetzt kann ich euch natürlich auch noch mal aufzählen, wofür wir stehen. Löhne rauf, Mieten runter, Reiche zur Kasse. Und ihr würdet wahrscheinlich applaudieren, weil wir uns da hier alle einig sind. Aber zwei Dinge sind immer Fakt. Erstens, besser als Bodo kann ich das eh nicht machen. Und zweitens, das ist leider nur ein Teil der Wahrheit. Denn, seien wir mal ehrlich, es ist kurz nach 9 Uhr morgens. Wir haben alle kaum geschlafen. Wir haben einen langen Tag hinter uns und lange Tage vor uns, verdammt viel Arbeit, die nie aufhört. Einige, möchte ich meinen, hier sind noch verkatert, vielleicht auch ein paar mehr. Und so fühlt sich Parteiarbeit in den letzten Jahren ja leider häufig an. Denn wir leben in einer Zeit, in der konsequente linke Politik so nötig und wichtig ist und gleichzeitig so unpopulär wie schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Wir sind uns hier einig, und da bin ich auch wirklich froh, aber draußen, außerhalb dieser Halle, sieht es leider oft ein bisschen anders aus. Denn egal in welchem Themenfeld, die politische Rechte hat sich durchgesetzt. Die AfD legt vor und alle demokratischen Parteien abseits der Linken setzen diese Vorlagen um und stimmen in den Abgesang der Menschenrechte und der Toleranz ein. Wir leben mittlerweile in einer Gesellschaft, in der der Meinungskorridor von Carsten Linnemann, Julian Reichelt oder direkt irgendwelchen Nazis abgesteckt wird. Und wozu hat das geführt? Naja, dazu, dass die Menschen, die selbst zu wenig haben, nicht nach oben gucken, sondern nach unten treten. Dazu, dass die Hälfte der ArbeiterInnen in Sachsen, Brandenburg, Thüringen die AfD gewählt haben. Dazu, dass die allermeisten mit links eben nicht mehr den Kampf für soziale Gerechtigkeit verbinden. Wir haben es nicht geschafft, eine Gegenmacht aufzubauen. Und ich bin da mal rigoros ehrlich, weil ich finde, das ist nötig. Es gibt Tage, da kann ich auch nicht mehr. Wenn sich GenossInnen um nichts streiten, wenn A mal wieder B auf Twitter beleidigt und wenn irgendwelche Interne an den Spiegel, und es ist immer der gottverdammte Spiegel, durchgestochen werden, dann habe ich auch keine Lust mehr. Ja. Ja, wirklich, Leute, wir haben Medienvielfalt, ne? Seid da mal ein bisschen kreativer. Und auch ich bin manchmal verzweifelt, wenn ich sehe, dass unser Programm doch da ansetzt, wo die Leute uns brauchen und wir trotzdem immer weniger Leute überzeugen können. Aber... Und jetzt wird es wieder ein bisschen positiver. Es gibt diese Leute. Ihr trefft die, ich treffe die jeden einzelnen Tag. Menschen, die in uns ihre einzige Chance auf ein besseres Leben sehen. Menschen, die ihre ganze Hoffnung in uns setzen. Menschen, die uns brauchen und die mit uns kämpfen wollen. Und genau das sind die Menschen, für die ich immer weitermache. Und ich weiß, das sind die Menschen, für die ihr immer weitermacht. Und ich sage... Mit Stolz. Die Linke ist eine sozialistische Partei, die die Systemfrage stellt. Wir sind die Partei, die zeigt, es geht hier um uns alle. Wir Linke sagen klar, das Problem bist nicht du, das Problem ist der verdammte Kapitalismus. Und wir stellen diesem System der Ausbeutung und der Unterdrückung eine solidarische Utopie entgegen. Aber wir versprechen nicht nur eine gute Zukunft, wir kämpfen dafür, im Kleinen, jeden Tag. Das heißt, wir sind die Partei, die bei Anträgen hilft, wenn Alleinerziehende von der Bürokratie erschlagen werden, die mit Oma Anni gegen die Wohnungskonzerne kämpft, die aufschreit, wenn Kinder aus der Schule gerissen und in ein Land abgeschoben werden, das sie nicht mal kennen. Wir sind die Partei, die damit zeigt, es geht hier um uns alle. Es geht darum, wie Macht und Kapital verteilt sind, und wir stellen diese Verteilungsfrage. Und ich bin so viel unterwegs und ich sehe das jeden Tag, was ihr leistet. Und ich finde, wir müssen das viel stolzer nach draußen tragen. Schaut es euch mal an, die Linke hilft, die landesweit Beratung und Unterstützung anbietet, die BAG Seniorinnenpolitik, die bundesweit gemeinsam mit dem Jugendverband für Umverteilung kämpft, die BAG Queer, die jeden Dorf-CSD unterstützt und klar macht, Vielfalt und Toleranz sind keine Verhandlungssache. Das sind nur drei von so unfassbar vielen Beispielen für das, was ihr jeden Tag macht.
Wir haben motivierte Kreisverbände, wie zum Beispiel den in Weißenfels, die Küchen für alle anbieten. Kreisverbände, wie bei mir in Hildesheim, die gegen Leerstand mobil machen. Oder München, wo die GenossInnen die Vonovia-Zurückzahlung an MieterInnen gezwungen haben. Das sind doch mal Sachen, darauf kann man stolz sein, die kann man nach vorne tragen. Und das müssen wir als Linke wieder schaffen, zu zeigen, warum wir den Unterschied machen. Und vor allen Dingen haben wir KommunalpolitikerInnen, Einzelmandatierte und Fraktionen, die in ausgebluteten Kommunen für Jugendarbeit, Klimaschutz oder SeniorInnenbeteiligung kämpfen. GenossInnen, die ihr Gesicht jeden einzelnen Tag für die Linke hinhalten. Und dafür einfach mal herzlichen Dank an euch alle. Aber auch in den Landesregierungen zeigen wir, was die Linke kann. Wer hat denn in Berlin dafür gesorgt, dass es ein kostenfreies Mittagessen in den Kitas und den Schulen bis zur 6. Klasse gibt? Das waren wir. Wer hat in Thüringen einen Schutzschirm über die Kliniken aufgespannt, weil die Bundesregierung nicht zu Potte kommt? Das waren wir. Wer hat in Bremen dafür gesorgt, dass die Versorgungssituation von Schwangeren verbessert wird? Das waren wir. Wer hat in Mecklenburg-Vorpommern den 8. März als Feiertag durchgesetzt? Das waren wir. Und auch in der Opposition ist die Linke laut. Wer hat denn in Brandenburg wie keine andere Partei für die PCK Schwedt gekämpft? Das waren wir. Wer kämpft in Sachsen für längeres gemeinsames Lernen? Das waren und sind wir. Wer hat in Sachsen-Anhalt dafür gesorgt, dass Antifaschismus zum Staatsziel geworden ist? Das waren wir. Und wer hat in Hamburg den Wirecard-Untersuchungsausschuss mit durchgesetzt, damit diese miese Nummer nicht einfach so zur Seite gewischt werden kann? Das waren wir. Und alle diese Themen sind verdammt wichtig. Und deswegen braucht es auch eine starke Linke in den Parlamenten, weil wir den Unterschied machen. Natürlich müssen wir aktiv in Bewegung sein. Das steht sich überhaupt nicht gegenüber. Wir müssen auf der Straße sein, in den Gewerkschaften. Eine Linke, die das vernachlässigen würde, würde sich im Kern selbst aufgeben. Aber es ist nun einmal auch so, dass die Politik ohne Linke in den Parlamenten noch elender wäre. Dass sich niemand gegen die Militarisierung der Gesellschaft, den Überbietungswettbewerb im Abschieben, die Umverteilungspolitik von unten nach oben stellen würde. Übrigens auch im Bund, weil ich weiß, die Fraktion, die Gruppe, die sind gerne mal schuld. Und ich möchte betonen, ja, wir haben einen Abgeordneten an die SPD verloren, wisst ihr wahrscheinlich schon gar nicht mehr. 10 haben sich irgendeinem selbstgerechten Personenkult angeschlossen, aber die haben wir eh selten gesehen. Aber 28 Leute... GenossInnen, die sind noch da. Und wir bringen Themen auf die Tagesordnung, die die Regierung totschweigt. Wir treten nicht nach unten. Wir haben einen Klassenstandpunkt und den vertreten wir gemeinsam für euch und mit euch. Deshalb hören wir auf, uns mit uns selbst zu beschäftigen. Konzentrieren wir uns auf das, was uns ausmacht, auf das, was konkret hilft. Wohnraum, Gesundheit, gute Arbeit, Rente, soziale Absicherung. Wenn ihr von meiner Rede heute eins mitnehmt, dann das. Gute linke Politik ist keine Politik für Linke. Keine Forderungspapiere für den Lesekreis. Kein Rumgepöbel gegen GenossInnen auf Twitter, nur um ein paar Likes zu kassieren. Kein Schulterklopfen fürs Einknicken, sondern der Kampf für Leute, denen es scheiße geht und deren Herz wahrscheinlich viel linker schlägt, als sie selber glauben. Danke, das war gut. Die besten Ideen bringen uns nichts, wenn wir sie nicht laut und entschlossen gemeinsam nach außen vertreten. Wir werden sowieso schon ständig diffamiert und angegriffen. Müssen wir da wirklich noch selbst mitmachen? Zusammenhalt ist das Einzige, womit wir eine Chance haben. Wir gehen auf ein Wahljahr zu, an dessen Ende haben wir es entweder grandios in den Sand gesetzt oder eines, an dessen Ende wir sagen können, dass wir es geschafft haben, das Ruder rumzureißen. Wir haben es schon gehört, SPD und Grüne haben ihr traditionelles linkes Wahlkampfjahr eingeläutet. Sie werben jetzt für unsere Forderungen, die pünktlich um 18.01 Uhr am Wahltag dann leider nicht mehr umsetzbar sind. Damit das nicht wieder passiert, müssen wir stärker werden. Denn ohne Linke knicken SPD und Grüne ein. Ohne Linke bestimmt CDU und FDP die politische Agenda in diesem Land. Und ohne Linke zieht die AfD alle anderen Stück für Stück immer weiter nach rechts. Und genau das dürfen wir nicht zulassen. Wir haben nicht das Recht aufzugeben. Und ein erster Schritt zu einer noch stärkeren Partei wird heute auch die Wahl unseres neuen Parteivorstandes sein.
Ich danke wirklich allen, die bereit sind, jetzt Verantwortung zu übernehmen. Denn jede Person, die jetzt noch ihren Hut in den Ring wirft, ist entweder total bekloppt oder meint es wirklich ernst. Und ich tippe bei den meisten zumindest auf Letzteres. Und ich möchte euch deswegen darum bitten, weil das hat ehrlicherweise nicht immer so gut geklappt. Ich möchte euch darum bitten, dass ihr die GenossInnen, die am Ende gewählt werden, dann noch unterstützt. Und zwar nach Kräften. Egal, ob euch die Nase gerade passt oder nicht. Anders haben wir keine Chance. Und ich habe es in Erfurt gesagt und ich sage es auch heute hier in Halle. Wir haben es in der Hand, denn die Linke, das sind wir. Ich hab's geschafft.